Am 13. Juli gab es bereits die 9. Auflage der Kunst- und Kulturmeile. Und auch diesmal hatte der Verein Kontraste e.V. gemeinsam mit den Händlern der Hauptstraße und der inneren Schneeberger Straße wieder jede Menge auf die Beine gestellt. In diesem Jahr lautete das Motto »Ein Blick in die Sterne«. Gleich auf dem Hauptmarkt gab es einen Anziehungspunkt für die Jüngsten. Auf einer Space Shuttle Riesenrutsche hatten alle riesigen Spaß. Und wer es etwas sachter mochte, konnte sich auf dem Segway-Parcours gleich daneben ausprobieren. Direkt auf der Hauptstraße vor dem Antiquariat zog Ralf Alex Fichtner das Interesse der Passanten auf sich. So zeichnete der Künstler Schnellporträts, gleich von ganzen Familien. Ein gern gesehener Gast war auch wieder der Holzbildhauer Paul Brockhage, der seine Werke vor dem Wohnladen zeigte. Wer bei Vom Fass nicht nur ein Gläschen am eigenen Getränkestand genießen wollte, konnte sich hier sein Auge mit einer ganz speziellen Technik fotografieren und das Ergebnis vor Ort bearbeiten lassen. Das fertige Foto konnte man dann mit nach Hause nehmen. Einige Meter weiter sorgte dann die Zwickauer Band Bunte Hunde für gute musikalische Unterhaltung. War doch mal mit dem Riesenhaar, lass dich im Kreise bewegen. Steigst du ein in das Riesenrad, kommt dir der Himmel entgegen. Über den Kronenhaus hoher Bäume schaust du mit einem staunenden Blick. Gern stiegst du auf bis in die Sternenräume, aber schon geht's zur Erde zurück. Ziemlich am Ende der Hauptstraße befindet sich das Modefachgeschäft von Uta Röder. Und die Kunstinteressierte beteiligte sich natürlich auch in diesem Jahr wieder an der Kunst- und Kulturmeile. Ja, wunderbar, 9. Kulturmeile in Zwickau. Wir machen jedes Jahr mit und mit viel Freude und Engagement und immer wieder mit unserem Heinz Detzner, dem besten Expressionisten, den wir noch erlebt haben, leben. Und wir freuen uns jedes Jahr, dass die Familie uns diese Bilder von ihm zur Verfügung stellt. Und nebenan habe ich die Vorsitzende vom Förderverein Tetzner Museum und sie möchte auch noch was zu dieser ganzen Sache sagen. Ja, wunderbar, wir haben wieder Tetzner Bilder hier und zwar dieses Mal nur Ölbilder und nur Harlekine. Das ist was ganz Wunderbares. Heinz Tetzner hat ja die Harlekine ganz besonders geliebt. Durch die Verfolgung, auch mit der Stasi, hat er die Doppelgesichtigkeit, die Janusköpfigkeit der Menschen sehr kennengelernt und das häufig wie andere Künstler auch in Harlekinen ausgedrückt. Wir freuen uns also über diese wunderschönen Ölbilder und ich hätte vielleicht noch eine Anregung an Zwickau. Heinz Tetzner wird übernächstes Jahr 95 Jahre alt. Und vielleicht wäre ja die Möglichkeit, dass wir ihn einmal im Museum präsentieren können. Bilder sind genügend da in der Familie, bei Sammlern, die etwas hergeben würden. Und verdient hätte er es auf alle Fälle. Er ist ein ganz hervorragender Künstler. Und ich freue mich, dass er bei der Frau Röder hier ausgestellt wird. Er hat ja, noch dazu, der Heinz Tetzner hat zweimal auch von Zwickau ja den Max-Pechstein-Preis gekriegt. In einer Zeit, wo sich das kaum jemand für ihn getraut hätte, hat die Stadt Zwickau ihm den gegeben. Und das Bundesverdienstkreuz für sein Lebenswerk trägt er ja auch. Sie könnten das sehen bei uns im Museum in Gersdorf. Wir haben geöffnet sonntags 13.30 Uhr bis 18 Uhr und mittwochs 15 bis 18 Uhr. Und wenn es zu der Zeit gar nicht geht, können Sie mich anrufen. Dankeschön. Und wie in jedem Jahr waren auch diesmal wieder viele Kunstinteressierte in Uta Röders Geschäft gekommen, um die ausdrucksstarken Werke von Heinz Tetzner zu bewundern. Der leider viel zu früh verstorbene große Sohn Gersdorfs hätte sicher seine Freude daran gehabt, wenn er sehen könnte, welche Wertschätzung seine Werke hier erfahren. Nach Einschätzung der Veranstalter war die diesjährige Kunst- und Kulturmeile ein voller Erfolg.